Herzlich willkommen wieder bei Greekgeek TV. Ich bin Anki und heute sind wir hier beim Tron Day im Cinemax Dammtor und gucken uns gleich exklusive Filmausschnitte von Tron Legacy an. In 3D. Exklusiv und gratis. Die ersten 23 Minuten. In 3D. Sieben Städte, sieben Kinos, ein Tag. Oktober. Tron Day. Tron Legacy ist die Fortsetzung von dem Film Tron aus dem Jahre 82. Damals lief er in Kinos und auch im Fernsehen im ersten. Und ja, also 28 Jahre später kommt jetzt Tron Legacy raus und wir sind sehr gespannt drauf, weil der in 3D halt ist. Also es wurden verschiedene Szenen gezeigt aus dem Film. Die waren nicht in einer richtigen Reihenfolge. Chronologisch. Ja, und zwar gab es einen Discord. Und zwar haben diese Menschen da, oder diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Figuren jedenfalls, haben sie, jede Figur hat so eine Disc, also eine CD auf dem Rücken. Und ja, da gab es so einen Kampf. Sam hat gegen eine andere Figur gekämpft und dabei haben sie sich die Discs so zugeschleudert und versucht, sich gegenseitig zu töten. Und Sam war am Anfang total überfordert, weil er überhaupt nicht wusste, um was es ging. Und naja, am Schluss hat er jedenfalls gewonnen und das war ziemlich spannend. Also die ganze Grafik und sowas war echt richtig beeindruckend und auch der Sound, also war super gut. Und man hat sich wirklich gefühlt, als wäre man da in dem Geschehen gerade drin oder selbst ein Zuschauer und das fand ich ziemlich gut, ja. Dein Vater war der Schöpfer. Wo finde ich ihn? Kam dort lebend an und er findet dich. Sam ist, glaube ich, die Hauptperson. Das ist der Sohn von diesem Mann, der 82 in dem Film Tron verschollen ist. Sam, ich habe letzte Nacht eine Nachricht bekommen aus dem Büro deines Dads in der Spielhalle. Der Anschluss ist seit 20 Jahren abgeschaltet. Da. Den Hauptdarsteller Sam? Oh, nicht schlecht, ne? Der kommt sehr sympathisch rüber und muskulös und gut aussehend eigentlich. Sie kommen! Film auch Mädels empfehlen? Ja, doch. Also ich vermute, dass sich da was anbandelt zwischen Sam und dieser jungen Frau, die auch da gezeigt wurde. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber naja, die haben sich ab und zu mal so ein bisschen angeguckt und da läuft bestimmt was und deshalb könnte ich mir denken, dass es auch was für Mädchen ist. Hauptsächlich, also es würden jetzt eher Jungs reingehen, also männliche Zuschauer. Aber ich glaube, für Frauen ist es auch ganz interessant und lustig. Hey, wie fandest du die ersten Ausschnitte von Tron Legacy? Also mir hat es großen Spaß gemacht. Finde ich, Musik ist super, Optik ist super. Zur Geschichte kann man noch nicht so viel sagen, weil einfach dazu zu wenig gezeigt wurde. Macht Spaß, glaube ich. Ich glaube, es macht Spaß. Interessant. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also auf jeden Fall schicke Bilder, schicke Grafik, sehr gute Musik. Schauen wir mal, was der vollständige Film dazu sagt. Ne? Und was hat dich heute hierher gebracht? Eine Einladung. Seitens meines Kollegen, der gerade eben schon interviewt wurde von dir. Wie fanden Sie es denn? Super. Toller Sound. Richtiges, gutes Werbung für das moderne Kino in 3D. Tolle Special Effects. Könnte eine neue Mode kreieren.
Und so sollen wirklich Science-Fiction-Filme in der Zukunft sein. Sehr gut, sehr beeindruckende Bilder. Also ich kenne auch den alten Film, also mir hat es sehr gefallen. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, hierher zu kommen heute? Ich habe die Werbung auf der Internetseite gesehen. Wie fandst du denn die Filmausschnitte? Zu kurz, aber sehr geil. Und ein Mörder-Sound. Ja. Cool. Freue mich drauf. Dauert aber noch bis Januar, glaube ich, ne? Ja, leider. Hi, Dad. Okay, das war's erstmal von Greekly TV. Der Film Tron Legacy kommt im Januar, Mitte Januar in die Kinos und ihr müsst da alle reingehen, weil der wahrscheinlich ganz, ganz toll wird und euch gefallen wird. Und ja, wenn der gut läuft, also wenn viele Leute reingehen, dann gibt's auch noch einen dritten Teil. Der heißt Tron Uprising und den würde ich auch gern sehen, also geht da alle rein. Tschüss!